Yo, Roblox-Freunde! Was geht ab, meine werten Damen und Herren? Das hier ist das Fanart des Tages und heute gibt's mal wieder eine Folge, die bei euch sehr gut angekommen ist. Und zwar spielen wir nämlich heute die Wurmjagd weiter. Meine werten Damen und Herren, ihr seht, ich bin schon auf einem gewissen Wurmlevel angekommen. Und das liegt daran, dass ich hier schon sehr fleißig in der letzten Folge, als ich hier das letzte Mal gespielt habe, ne, habe ich hier ein bisschen was gemacht und ich bin schon tatsächlich auf der Länge 41 angekommen. Und der Grund, weshalb wir heute nochmal dieses Wurmspiel spielen, ist, damit wir auch noch mal herausfinden, was es denn für neue Updates gibt. Updates. Okay. Meine werten Damen und Herren, das sieht so aus. Wir haben hier wieder Essen, was wir sammeln können. Und wir können tatsächlich hier sogar Booster aktivieren. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es das am Anfang auch schon gab. Aber wir können uns auch doppelten Speed für 10 Minuten holen. Denn ich glaube, das machen wir sogar, damit wir hier schon mal doppelt so schnell herumfliegen können. Und wir machen es auch gleich nochmal ein bisschen heftig, dass wir auch gleich nochmal mal 5 Essen mitnehmen. Okay? Damit können wir auf jeden Fall der größte Wurm überhaupt werden, ne? Haben damit den besonderen Speed am Start. Und ihr seht, da ist die gesamte Liste. Platz 1 ist gerade Maximilian 2012 mit 54er Length. Und wenn wir aber weiterhin die ganze Zeit diese Dinger hier essen, werden wir definitiv schneller groß werden. Aber wie ihr es natürlich wisst, gibt es hier nochmal ein weiteres Island, was nochmal sehr interessant ist. Und zwar heißt es nämlich Auto-Eater. Ich habe noch nie was davon gehört, aber ich möchte das gerne mal ausprobieren. Weil normalerweise müssen wir hier ja eigentlich wie der letzte Wurm herumwurmen und müssen dann immer dafür sorgen, dass wir immer größer werden. Aber dafür müssen wir selber spielen. Deswegen hat der Spielentwickler hier, glaube ich, den Auto-Eater erfunden, ne? Mit dem man sozusagen automatisch essen kann. Ich glaube, hier chillt man sozusagen drauf und wird sozusagen von alleine größer. Wow, das ist so, sozusagen das Einzige, was wofür das da ist. Man chillt hier einfach nur. Man kann hier einfach Auto-Eaten, okay? Und trainieren sozusagen. Aber das ist nicht das, was wir gerne machen wollen, wobei wir jetzt eigentlich eine weitere Stufe hochgegangen sind. Was wir gerne ausprobieren wollen, ist natürlich zu kämpfen. Ich möchte gerne mich wieder in den Kampf stellen, denn so wie es aussieht, hat sich nämlich einiges verändert in den Kampfzonen. Und zwar sieht es nämlich so aus, dass wir tatsächlich bei PvP jetzt andere Maps haben, so wie es aussieht, okay? So wie ich das richtig verstanden habe, ist das hier alles nochmal ein bisschen komplizierter und anders geworden, ne? Und dementsprechend schauen wir uns das an. So, jetzt habe ich mich hier aber gerade verwurmt, du. So, mein Ping ist gerade bei 76. Das heißt also, wir sind bereit, um in diese Schlacht da hineinzugehen und gehen mal los, ein paar Leute hier mal versuchen zu killen. Man kann übrigens auch springen. Das ist, glaube ich, auch neu. Das gab es davor, glaube ich, noch nicht. Wir versuchen hier aber trotzdem mal, die Leute ein bisschen zu motivieren, hier gegen uns anzukommen. Das Ding ist, die Leute versuchen sich immer ein wenig einzuwurmen. Das bedeutet also, sich immer einzukullern. Und dann versuchen sie sozusagen, mich zu besiegen. Aber ich versuche jetzt mal, dem Typen hier reinzufahren. Beziehungsweise die Leute vielleicht mal zu versuchen, ein wenig einzuengen, sodass die gegen mich fahren. Wie zum Beispiel dieses Mädchen. Wupp, und gegessen. Super. Das heißt also, wir haben schon mal eine gegessen, sind schon mal bei Größe 49 angelangt. Kann ich eigentlich dieses Ding hier schließen? Nee, geht nicht, das ist immer... Ah, nee, hier, da kann ich schließen. Okay, jetzt sind wir Platz 49, haben die Krone auf dem Server. Damit sind wir sozusagen die längsten, die es hier gibt. Und jetzt schauen wir mal kurz, ob wir vielleicht diese Mädchen hier kurz auswurmen können. Und das können wir. So, okay. Wir checken mal ab. So, ist die da gegen uns gefahren? Ja, okay. Wir sind Stufe 53, 54. Wir haben so viel gegessen, dass ich kaum was sehen kann, ne? Wir haben auch ein paar Leute jetzt gerade geholt. Guck mal, da ist noch dieser Typ hier, der auch nochmal ein bisschen länger ist. Den versuche ich mal ein bisschen einzuengen. So, ich enge ihn ein. Mal gucken, ob er Angst bekommt. Er bekommt Angst, aber er springt über uns drüber. Er ist über uns drüber gesprungen, weil er Angst hatte, sich sozusagen zu verirren, ne? So, jetzt muss ich aber gucken, dass ich hier rauskomme. Das Ding ist, man kann tatsächlich als Wurm hier drin springen, weshalb es nochmal schwieriger geworden ist, die Leute hier einzuengen. Guck mal, der... ein Diamant. Da wollte er den Diamant schnell haben. Aber da habe ich ihn, oder? Nein, er ist über mich drüber gesprungen. Das ist nicht wahr. Warte mal, diesen Lexikon-Wurm, den kann ich hier einwurmen. Ha, super. Das Beste ist tatsächlich, wenn man die Leute richtig einwurmt, ne? Wenn man wirklich... Hä? Den kann ich ja gar nicht einwurmen. Warte mal.
Den hier kann ich einwurmen. Oh ja, okay. Nice, den haben wir gegessen. Alter, wir sind Stufe 58 sogar schon. Okay, das ist wirklich eine lange Länge. Wir haben nämlich zum Glück auch... Oh Gott, wir sind sogar schon 59. Das heißt also, das Essen, was hier drin ist, ist unglaublich stark. Was ist es hier überhaupt für ein Level? Kann man das... warte mal, es gibt ja auch noch hier dieses bunte... Das bunte Level. Es gibt ja auch noch mal... Gab es nicht auch immer diesen Turbo-Speed für kurze Zeit? Warte mal, es gab ja auch den Super-Rebirth. Okay, den Super-Rebirth, den habe ich noch nicht gemacht. Aber wir können es mal kurz ausprobieren. Mal gucken, ob ich den Typen hier nochmal einhängen kann. Komm schon! Oh, nee, der will nicht, der will nicht. Aber der hier, warte mal, da. Die Leute laggen ein bisschen. Da habe ich jetzt kurz die hier abgeholt. Warte mal, jetzt versuche ich mal nochmal die hier einzuengen. Ich versuche da nochmal perfekt, die so ein bisschen gierig zu machen. Ne? Ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist immer die so einfahren. Und dann sind die sozusagen nicht mehr in der Lage, irgendwas zu machen. Ne? Und was ich auch gemerkt habe, wenn man die Leute holt, ja, dann liegt ja immer sehr viel Essen da. Und ich bemerke, sobald die Leute bemerken, dass da... Oh nein! Oh, ich bin gestorben. Oh nein, ich bin zum Glück immer noch Erster, aber ich bin gestorben. Wir können mal hier vielleicht einen Rebirth machen. Dadurch bekommen wir nochmal einen Food Multiplier. Kostet uns aber 37 Länge. Was ist eigentlich der Super Rebirth? Der Super Rebirth kostet uns minus 36. Das heißt also, wir brauchen mehrere Rebirths, damit wir einen Super Rebirth machen können. Hm. Okay, das Ding ist aber, es ist gar kein Problem für uns, einen Rebirth zu machen. Ne? Weil wir nämlich immer sehr... Oh, guck mal, es gibt auch den Mount Food. Was ist denn der Mount Food? Dafür braucht man tatsächlich Rebirths, um hier reinzukommen. Und hier kann man tatsächlich... Ach so, man kann hier einen Berg besteigen als Wurm und dann sozusagen sein Essen hier holen. Aha. Hey, das wusste ich gar nicht. Das ist auch neu. Das gab es davor auch nicht, als wir das erste Mal gespielt haben. Man kann jetzt hier wie durch einen Berg schlängeln und dann versuchen, das Essen auf der Spitze zu bekommen. Weil ich glaube, das Essen auf der Spitze ist höchstwahrscheinlich sehr begehrt. Und dementsprechend streiten sich da alle darum, wer denn als Erster hier auf den Mount Food kommt. Mal gucken, ob wir oben drauf kommen. Ha, da unten versteckt sich einer in diesem Tunnel drin. Versuchen wir nochmal unser Bestes. Warte mal, da ist so eine Art kleine Treppenstufe, die man nehmen kann. So. So, komm, versuchen wir mal hier auf den Mount Food zu kommen. Ich glaube, wir können uns hier nicht gegenseitig töten, aber wir können mal auf die Spitze vom Mount Food kommen. Und damit bin ich der zweite Wurm auf dieser Welt, der es geschafft hat, auf den Mount Food zu kommen. Okay. Machen wir mal einen weiteren Rebirth und holen uns mal einen weiteren Rebirth, damit wir noch schneller wachsen können. Denn mehr Rebirths bedeutet schnelleres Wachstum. Das ist eine gute Sache. Wir gehen mal wieder in den PvP und gucken mal, ob wir dort vielleicht nochmal ein paar Leute schnell einsacken können. Ne? Zack, einfach mal hier in PvP den Leuten hier zack da reinfahren, zack hier reinfahren. So, da habe ich jetzt gerade wieder ein paar Leute geholt und schon sind wir wieder in der Lage zu Rebirth. Ne? Und sind auch schon wieder groß genug. Schaut euch das an. Zack. Den kurz da reingefahren. Der ist drüber gesprungen. Einfach eiskalt. Okay, guck mal. Jetzt hier. Die Leute werden verrückt nach dem Essen. Und dann fährst du den rein. Und dann machen die Fehler. Und, hä? Warte mal. Warum denn? Ah, jetzt haben wir ihn geholt. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn man den Leuten reinfährt, interessiert es die manchmal gar nicht und die sterben gar nicht. Guck mal, ich bin jetzt über die hier drüber gesprungen, habe sie gekillt und das hier kurz geholt. Dann das Essen hier kurz geholt. Oh mein Gott, jetzt sind wir einfach schon wieder Erster auf dem Server. Niemals. Oh Gott, da ist nochmal ein Kuchen. Okay, drücken wir nochmal auf Rebirth. Okay, dann können wir wieder als kleiner Wurm anfangen. Was wir auch machen können, ist vielleicht sogar den Skin zu wechseln. Okay, mal gucken, was wir da noch haben. Wir haben nämlich 400 Diamanten, ne? Das heißt, wir können uns vielleicht einen... ein Epic-Skin, der kostet ja voll viel. Wir können uns aber einen Rare-Skin holen. Oh, guck mal. Der hier passt richtig gut zu uns. Oh Gott, den kaufen wir uns, okay? Schaut euch das an. Jetzt sind wir hier so eine kleine... Oh mein Gott, das ist der Torpedo. Schaut euch das an, das ist der Torpedo-Trick. Den machen wir jetzt gleich, okay? Das müssen wir unbedingt ausprobieren. Wir gehen jetzt den Torpedo-Trick machen, ne? Im PvP, okay? Und dann schauen wir mal, wie gut das ankommt. Der Torpedo-Trick. Also, der Torpedo-Trick funktioniert folgendes. So, wir müssen da einfach nur die ganze Zeit, uns die ganze Zeit nur im Kreis drehen und hoffen, ne, dass wir die Leute erwischen. Zack! Okay, ich versuche hier mal mein Bestes gerade den Torpedo-Trick zu machen. Oh, habt ihr das gesehen? Ich habe gerade den Torpedo... Man kann die Leute so ein bisschen peitschen, wisst ihr, was ich meine? So, guck mal, wenn man hier so große Linien fährt, dann kann man tatsächlich so eine Peitsche so ein bisschen machen. Warte, wir probieren es mal aus, oder? Ich peitsche den mal kurz. So, guck mal, zack und gepeitscht. Zack. Nein,
gepeitscht. Nee, das funktioniert nicht immer. Okay, warte mal. Wir holen mal ein paar Leute ab. Also, wir können den hier mal abholen. Warte mal, dann holen wir nochmal die hier ab. Zack. Nein! Nein! Oh Gott, ich bin so dumm. Ich bin einfach alleine gegen sie gefahren. Ah, das darfst du niemandem erzählen. Oh Gott. Aber wir können einen Rebirth machen. Dann sind wir wieder ein ganz kleiner Wurmi. Guck mal. So, mal gucken, wie weit ich komme mit Stufe 3 im PvP, okay? So, guck mal, jetzt sind wir ein kleiner Mini-Wurmi, okay? Der kleinste Wurm, den es überhaupt nur gibt. Und jetzt versuchen wir, mit dem kleinsten Wurm diesen super langen hier zu holen. Zack. Und geholt. Das ging ja schnell. Und die auch nochmal. Und den da auch nochmal. Komm schon. Komm schon, komm schon. Einwurmen. Wurm ihn ein. Und eingewurmt. Okay, nice. Wir haben gerade so viele Leute gleichzeitig geholt. Guck mal, wie lang wir jetzt wieder sind. Ich glaube, wir können sogar jetzt super fix gleich wieder der Champion vom Server werden. Pass auf. Guck, wir gehen jetzt hier rein. Oh, man darf bloß nicht in den Kaktus reinfahren. So, wir versuchen die mal hier kurz alle einzulullen. So. So, den haben wir. Komm schon. Und den haben wir. Und jetzt nochmal den roten. Und wir sind schon König auf dem Server. Schaut euch das an. Oh mein Gott, das geht so schnell. Und Rebirth. Sofort wieder. Damit haben wir jetzt nochmal mehr Steine bekommen. Wir können uns sogar ein paar Steine nochmal extra kaufen, ne? Lasst uns mal einen legendären Skin kaufen, okay? Mal gucken, wie viel kostet denn ein legendärer Skin? Wir drücken mal auf Skins. Es gibt Rare, es gibt Epic und es gibt Legendary. Und es gibt Mythic. Und es gibt Transcendent. Hä? Niemals. Und Divine. Laber nicht. Das kostet 781.000? Niemals. Der kostet 781.000. Und davon gibt es voll viele verschiedene bunte. Wie soll man denn 781.000 machen? Ich glaube, das ist wirklich nur möglich, wenn man die Dings macht. Wenn man die verschiedenen Rebirths macht, kann es sein? Weil man braucht dafür, glaube ich, sogar auch einen Super Rebirth. Wahnsinn, das ist ja richtig schwer, das zu machen. Okay, ich gehe da mal rein und versuche mal mein Bestes nochmal ohne Speed diesmal. Ah, jetzt haben wir doch nochmal einen Speed doch da gehabt. Wir haben nämlich noch zwei frei gehabt. Nein, ich bin schon gestorben, Mist. Oh, aber Leute, ich glaube, den super heftigen Skin, den schaffe ich auf gar keinen Fall. Der ist sehr teuer. Aber wir haben es auf jeden Fall geschafft, mehrmaliger Champion zu werden auf diesem Server. Und wir haben einen neuen Skin für uns freigeschaltet. Das ist das Wichtigste. Und wir sind auf jeden Fall für heute erstmal durch. Meine werten Damen und Herren, spielt das Spiel gerne selber. Unten in der Videobeschreibung ist es verlinkt. Es wird anscheinend sehr oft geupdatet, weswegen ich das Spiel sehr gut empfehlen kann. Es kostet nicht so viele Robux und macht extrem viel Spaß. Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt einen Daumen nach oben, teilt es mit euren Freunden. Und wir sehen uns. Haut rein, Leute. Ciao!